Freunde, kannst du meine, boah, kannst du wieder meine Freunde, böse Mann, packt über Julia Goldstein aus. Und meint verdammt nochmal, jemand, der in diesem Milieu ist, darf gar nicht so viel reden und so viel zeigen davon. Weil sowas will man doch geheim halten und nicht von der Polizei geschnappt werden. Okay, böse Mann, das ist ein Punkt für dich. Da hast du recht, verdammt nochmal. Wie du meintest, irgendwie, das sind Geheimdienste und so. Die halten ja Sachen geheim, verdammt nochmal. Und Kolja macht preisend alles preis. Aber vielleicht will er damit seine Realness sagen, dass er alt stärker ist als der Staat, Mann. Geheimdienste sind das Stärkste, das ist keine Frage. Und Banken und Städte und so. Aber vielleicht ist es doch einfach nur, dass er sich ein bisschen profilieren will, um zu zeigen, ich bin der krasse Rapper, Mann. Machst du doch auch böse, Mann. Du sagst auch, ich schlachte die Rapper ab und so. Tust du ja in echt auch nicht. Also über die Realness-Frage müssen wir echt nicht reden. Kolja ist schon realer als du. Da musst du ja irgendwie nicht eingeschnappt sein und so. Als Rewe Filialleiter verdienst du doch genug Geld, böse Mann. Da musst du nicht einfach hier irgendwelche Drogenbosse fronten, verstehst du nochmal? Oder steig doch selbst ein, wenn das Rewe-Gehalt nicht reicht. Verstehst du, was ich meine? Also nicht immer Sachen von dich auf andere schließen. Das ist nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Okay, meine Freunde, das war's wieder von Nudeln. Aber den Dreck nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.